Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zugegebenermaßen schon etwas länger ist es her, als ich das letzte gemacht habe. Ich weiß, ja, manche mögen es mir jetzt nicht verzeihen, andere schon. Ich hoffe mal, es trifft von eurer Seite her auf Verständnis. Ich habe einfach ausbildungsmäßig wahnsinnig viel zu tun im Moment. Es steht eine wichtige Prüfung an und dementsprechend wenig Zeit habe ich hier weiterzumachen, bin aber trotzdem nach wie vor voll dabei und gerade dabei, meinen Facharbeitsplatz vom BS110V auf Vordermann zu bringen und habe mich entschlossen, meinen SL-Facharbeitsplatz, den hier nämlich, zu verkaufen, mich davon zu trennen. Ich habe dieses Ding ja komplett hergerichtet, restauriert, möchte mich jetzt aber davon trennen und mich einzig und allein dem BS110V Brett widmen, weil ich dazu einfach einen näheren Bezug habe, weil mich das mehr Kosten und Mühen in der Vergangenheit gekostet hat, daran zu kommen. Und das hier habe ich jetzt quasi fertig restauriert und möchte ich jetzt hiermit eben veräußern und einem neuen Besitzer zukommen lassen. Ganz kurz dazu, was es hier konkret ist. Es ist dieses Armaturenbrett samt Einfassung, also samt Rahmen und quasi genauso wie es hier ist, wie ihr es hier seht, ohne Handbremse. Und es ist eben dieser Kasten, es ist ja alles komplett neu restauriert. Das heißt, das Brett wurde gepulvert, also neu beschichtet, der Träger wurde neu beschichtet, alle Schalter wurden gereinigt und neu, ja, mit teilweise neuem Lack versehen. Dann wurden die Instrumente auch gereinigt, auseinandergebaut. Es wurde ein Servo eingebaut. Die Ränder wurden neu lackiert und die Kontrolllampen wurden mit LEDs ausgestattet. Genauso wie die Instrumente, also die Instrumentenbeleuchtung und die Türtaster. Mitgeliefert wird außerdem der Zündnagel. Ja. So, Zündnagel mit SL-Schild, Baujahr 77 und alle Schalter und Taster funktionieren soweit, genauso wie die LEDs und die Servos auch. Zumindest habe ich es bei der letzten Funktionsprüfung als funktional festgestellt. Ich kann für diesen Verkauf hier, da es ein Privatverkauf ist, natürlich keine Garantie und keine Rücknahme übernehmen. Denn das ist ganz klar, bei Privatverkäufen geht sowas nie, weil es einfach nicht machbar ist für denjenigen, der es verkauft. Stellt euch vor, jemand kauft es von euch, schrottet es aus irgendeinem Grund, Fehlbedienung oder was auch immer, und möchte dann sein Geld zurück. Das geht natürlich nicht. Ich hoffe, da habt ihr Verständnis dafür. Jedenfalls ist der Fahrerarbeitsplatz soweit für OMSI optimal vorbereitet. Es liegen zwei ARCALs bei, also zwei solche hier. Und zwei Arduino. Die Arduino sind teilweise schon angeschlossen. Ein Arduino Mega, ein Arduino Uno. Und der ganze Kabelbaum ist quasi hier drin untergebracht. Man sieht es da schon ein bisschen. Genau, und das wird zusammen verkauft mit dem Hupenknopf, den ich jetzt hier noch beiliegend habe. Und zwar hier unten drin. Ja, muss gerade mal kurz auspacken. So. Dieser wunderschöne MAN-Hupenknopf kommt noch mit dazu. Der wurde ebenfalls komplett restauriert und ist ein echtes Sammlerstück in diesem Zustand. Also ein echt tolles Teil. Zusammen mit diesem Träger und allem, was in diesem Träger drin ist, wird das eben verkauft. Ich habe es als Angebot auf eBay inseriert. Dazu gibt es in der Videobeschreibung den Link und bitte euch einfach mal vorbeizuschauen und bei Interesse einfach mitzubieten. Genau, und ich würde mich wirklich freuen, wenn der Fahrerarbeitsplatz in gute Hände käme und ja, einfach jemanden als neuen Besitzer finden würde, der den Wert, auch den Aufwand, den es natürlich gemacht hat, das alles hier so zu restaurieren, wie es hier steht,
anerkennt und zu schätzen weiß. Genau, das war's soweit. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Wird's nicht mehr allzu lang dauern.